Moin Freunde und herzlich willkommen zum dritten Spieltag des Spengler Cups. Wir sind langsam aber sicher in der finalen Phase. Heute Dynamo Riga gegen HPK. Dynamo Riga, der Gewinner aus der ersten Partie zwischen Team Schweiz und Dynamo Riga. Wir haben jetzt also die dritte und letzte Partie. Danach wird sich herausstellen, wer wird morgen im Halbfinale antreten, beziehungsweise im Viertelfinale. Zweiter der Gruppe Torigani gegen den dritten der Gruppe Cartini. Und auch der zweite der Gruppe Cartini gegen den dritten der Gruppe Torigani. Es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend hier bei dieser, ja, bei diesem Spengler Cup, der mir übrigens richtig viel Laune bereitet. Also er macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wir wollen jetzt heute natürlich schauen, wer hier am Ende das Zepter in der Hand hält. Weiterhin sehr, sehr spannend wird es natürlich sein, welche der beiden Gruppen hier vertreten sein wird und welche der beiden Mannschaften sich hier qualifizieren kann. Wir haben heute noch die weitere Partie HC Davos gegen den Gewinner von Spiel 2 und das war ja Mountfield. Überraschenderweise gegen Team Kanada. Ergo, es kann weitergehen und die beiden Mannschaften werden dann gegeneinander spielen und dann werden wir auch bald sehen, wer ist im Finale. Aktuell, ja, der HC Davos steht nicht ganz so gut da als Gastgeber, aber das kann sich heute ändern. Wir haben momentan Tabellenplatz in der Gruppe Torigano. Dynamo Riga mit 3 Punkten nach einem Spiel. Wir haben die Schweiz nach 2 Spielen mit 3 Punkten und wir haben Hemelina HPK, die hier gerade auf dem Eis sind, mit 1 Spiel und 0 Punkte. Es kann also noch alles ausgeglichen werden. Oder aber Dynamo Riga holt sich im zweiten Spiel weitere 3 Punkte. Damit wären sie direkt im Halbfinale und wir würden die Schweiz gegen HPK noch einmal sehen im Einzug ums Halbfinale. Spannend ist es, spannend bleibt's. 6,5 Minuten gespielt hier. Dynamo Riga gibt Gas. Sie wollen dieses Spiel hier gewinnen. Dynamo Riga in den lettischen Nationalfarben in dunkelrot und weiß. Strafzeit gegen HPK. Hartes Einsteigen hier vom Verteidiger, aber will natürlich auch die Scheibe für sich gewinnen. Redlich Sederev. Schön gemacht. Nachschusschance und nur der Außenpfosten. Sehr schön gelöst und trotzdem, sie kommen nicht an die Scheibe. HPK unter Druck. Erst jetzt abgepfiffen, erst jetzt Powerplay für Dynamo Riga. Und jetzt die Powerplay-Chance, da ist sie und Larmi mit der Möglichkeit zum 1:0. McMillan. Da ist der Querpass, kommt nicht an. Hälfte des Powerplays ist schon fast vorbei. Und ich freue mich wirklich dann, wirklich an Silvester, das Finale des Spengler Cups ausspielen zu können. Welche Mannschaft auch immer das Finale erreichen wird. Nächste Chance für Riga. Sie wollen hier wirklich den direkten Einzug ins Halbfinale. Ohne große Umschweife mit dem Viertelfinale. Man würde sich Kräfte sparen, man würde sich die Zeit sparen und könnte noch einmal das nutzen für eine kleine Trainingseinheit. Ja, wenn HPK gewinnt, alle 3 Mannschaften mit 3 Punkten, dann wird es sehr, sehr spannend. Jetzt wieder zu 5 und jetzt über Leno, über die rechte Seite. Sehr schön abgelegt auf Palvi und Tor! Kaum wieder komplett die Führung für HPK. Schön gemacht. Dynamo Riga mit dem Druck, Dynamo Riga mit dem Zugzwang und HPK mit der eigentlich ersten richtigen guten Möglichkeit. Schön sauber ausgespielt an der Fangern vorbei vom lettischen Keeper ohne große Chance. Die Führung also für den finnischen Club. Und jetzt bin ich gespannt, wie Riga die Antwort findet mit dieser guten Chance. Trifft Pavlovs, da ist Meillard. Abgespielt auf Gilles, Pujax mit der nächsten Schusschance und die geht fast rein.
Also, Riga lässt nicht locker. Riga gibt weiterhin richtig Gas. Und hier kümmert man sich zu sehr um den Zweikampf, anstatt um die Scheibe, die man hier in diesem Zweikampf verliert. Inala mit der nächsten Möglichkeit. Jetzt liegt auch der HPK los. Jetzt wollen auch sie es wissen. Und die nächste Chance, Gilles. Ah, gibt wieder eine Strafzeit gegen HPK. Diesmal wegen hohen Stocks. Schiedsrichter sieht das sehr gut. 2 Minuten also Unterzahl wieder für die Finnen. Und jetzt also die nächste gute Möglichkeit für die Letten zum Ausgleich. McMillan wieder die Möglichkeit, aber der Torhüter wächst momentan über sich hinaus, hält die Führung vehement fest. Und so möchte man auch in diese erste Titelpause gehen. 1,5 Minuten noch auf der Uhr. McMillan und wieder Lamy. Nicht der Lamy-Füller, sondern Lamy, der Keeper von HPK. Bislang fehlerfrei, bombensicher, macht einen wirklich guten Job da hinten. Galvins, direkt zum Tor! Was für eine Granate! Riga mit dem Ausgleich! 51,7 Sekunden vor dem Ende. Powerplay-Tor für Dynamo Riga. Durch Christianis Ridlis, der ja auch in der Nationalmannschaft spielt, in der lettischen. Seit 2008 spielt er für Dynamo Riga. Auch mal in der AHL gespielt bei den Albany River Rats. In der DEL sogar 2007, 2008 43 Spiele für die Hamburg Freezers gemacht und seit 2008 bei Dynamo Riga, damals noch HK Riga 2000. Damals noch in der weißrussischen Mannschaft Extraliga, seit 2009 in der russischen Continental Hockey League. Also, Ausgleich. Und damit wird es wieder spannend im zweiten Durchgang. 1:1 nach 20 Minuten. 4:10 Schüsse für Dynamo Riga. Sie geben Gas. Und jetzt bin ich gespannt auf die weiteren 20 Minuten. So, der HPK kommt. Für die Powerplay aufgehoben. Riga wieder zu fünft. Genauso wie HPK. Stollery. Vielleicht werden wir jetzt ein wesentlich offensiveres Spiel sehen. McMillan wieder mit der guten Möglichkeit. Salmela setzt sich hier gut durch. Gibt die Scheibe ab an Leno. Der gehört aber nicht dazu. Und die nächste Chance der HPK. Schön gemacht. Und was für ein satter Schuss. Unglaublich. Jesper Lindgren mit seinem ersten Treffer in diesem Turnier. Wunderschön gemacht. Und der APK geht wieder in Führung. Der schwedische Jesper Lindgren. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Was hier los ist. Schön gespielt, schön gemacht. Und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Seit 2017 ist er beim HPK, davor Moto Eishockey. Und ansonsten bislang immer in Schweden geblieben. Der junge Jesper Lindgren wurde 2015 von den Toronto Maple Leafs gedraftet. Bislang noch kein Einsatz. Und hier steht es 2:0 für die finnische Mannschaft.
Schönes Spiel, wirklich schön anzuschauen. Und wenn wir heute noch so ein Spiel erleben, dann können wir auf jeden Fall schon froh sein. Erstes Spiel heute ist schon mal super und wieder der Ausgleich. Dynamo Riga wieder zurück mit dem nächsten Treffer. Sehr schön gemacht. Der absolute Wahnsinn. Schön gemacht. Direktabnahme. So muss das sein. Superklasse, Larni. Wer wird am Ende die Punkte holen? Das ist die große Frage. Das lacht die. Zwei Minuten. Acht Minuten im zweiten Drittel, nicht zwei Minuten im achten Drittel. Wäre blöd. So, wieder Dynamo Riga wollen heute natürlich erstmals in Führung gehen. Aber es ist gar nicht so einfach. Schwerer Stand bislang. Für beide Teams, sie haben es beide nicht einfach. Und da das Abseits. Vier Tore schon gefallen. Almari. Da ist Payanen. Lachti. Sehr schön. Payanen mit der nächsten Möglichkeit, die Mannschaft wieder nach vorne zu bringen. Golovskos. Christoph. Und die nächste Chance bahnt sich an für Dynamo Riga. Pujaks. Aber nein, Christoph. Schwere Namen bei den lettischen Teams, als auch beim HPK. Stollery, Kulda, schön auf Schießdorf. Da ist es, die erstmalige Führung für Dynamo Riga. 3:2, 2:43 noch im Mittelabschnitt. Und erstmals die Führung für das lettische Team durch Stanislav Christoph. Wunderschöner Treffer. Absolut top gespielt. Sehr, sehr schön gemacht. Lindgren, wie kann HPK hier drauf antworten? Das wird die Frage sein. Eine Minute sind es noch in diesem Mittelabschnitt. Riga natürlich jetzt mit dem Aufwind. Zweimal zurückgelegen, zweimal ausgeglichen. Und jetzt die Führung gemacht. Die letzten 20 Minuten werden spannend werden, glaube ich. Salmela nochmal raus, aber hier wird nichts mehr passieren. 3:2 also für Riga nach 40 Minuten. 7:15 Schüsse, auch was die Offensive angeht, auch was die Pässe angeht. 93,4% Passquote. Das ist schon der Megahammer, den man hier an den Tag legt, absolut. Und 20 Minuten verbleiben noch. Das wäre der Gruppensieg für Dynamo Riga. Und damit müsste man erst wieder am Samstag ran. Man wäre Erster der Gruppe Toriani und müsste gegen den Gewinner aus Spiel 8, also gegen den Zweiten der Gruppe Katini oder gegen den Dritten der Gruppe Toriani antreten. Das müsste man am Freitag erst noch ausspielen. Also spannend bleibt es auf jeden Fall hier beim Spengler Cup. Spannend bleibt es hier bei diesem Turnier, das erstmals hier auf meinem Kanal gezeigt wird. Kurz vor Ende des Jahres noch ein Kracher. Da ist Lindgren, Schussmöglichkeit geblockt vom eigenen Spieler. Nächste Chance und Kalins. Sicher im Tor. Bei Dynamo Riga Yannis Kalnins, der Keeper.
Seit 2016 ist er Torhüter von Dinamo Riga in Limbaži geboren. Debütierte 2013, 2014 in der lettischen Herrenauswahl. Nahm 2015 erstmals an einer WM teil. Wurde jedoch in Tschechien nicht eingesetzt. Auch 2016 und 2017 Kalins nominiert für den lettischen Kader. Kam aber auch dort nie zum Einsatz. Schade für ihn natürlich. Aber auch Lettland entwickelt sich zu einem Team, wo man sich nicht wirklich viel Alternativen aussuchen kann, um ganz vorne mitspielen zu können. 8,5 Minuten sind es noch. Drittes Drittel sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wenig Unterbrechung. Riga mit der Chance. Und Larni mit der Fanghand. Schöner Save von Emil Larmi. ...21 Jahre jung. Am 28. September 1996 geboren. Tulula! Auf beiden Seiten wird jetzt nochmal versucht, hier wirklich Gas zu geben. Nochmal für Torgefährlichkeit zu sorgen. Ja, und vielleicht nochmal das Ergebnis ein wenig umzudrehen. 2:3 aus Sicht von HPK. Das kann man auf jeden Fall besser. Galvins. Nächste Möglichkeit für Riga, aber wieder ist Larmi zur Stelle. So, die Zeit wird natürlich jetzt wieder ein Faktor. Lachti! Außenpfosten. Aber viel Zeit bleibt nicht mehr. Nur noch 120 Sekunden. Gilles. Jetzt ein 4:2, das würde Riga den Sieg bringen. Oh, harter Check von Gilles. Auch die Spiele werden natürlich rauer, der Kampf um den Puck wird mehr in Drasis. Gilles, Scheibenbesitz ist natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt HPK nicht mehr ranzulassen. Pujaks, nächste Chance, abgefällt Gilles, nächste Möglichkeit und Larmi. Springt daneben, nicht wirklich gut gemacht. Und Tulola, halbe Minute noch, der Torhüter ist vom Eis. 6 gegen 5. Schaffen sie hier die Möglichkeit, in die Verlängerung zu gehen. Das gibt nochmal eine Strafzeit gegen Riga. Hoher Stock angezeigt oder Stockschlag. 20 Sekunden und jetzt die Strafzeit noch ausgesprochen. Also, knapp 20 Sekunden, 6 gegen 4. Beste Möglichkeit, hier nochmal zum Ausgleich zu kommen. Man muss es jetzt was tun, Lindgren auf Lehtonen. 15 Sekunden, Scheibe geht nicht raus, Glück gehabt. Nachschusschance, aber sehr schön. Dagegen agiert von der Abwehr von Riga. Stollery, Scheibe weg, einfach nur weg. Weserleinen, Lehtonen und die Chance. Aber es bleibt beim 3:2 für Dinamo Riga. Der Sieg ist drin und damit sehen wir Riga erst am Samstag wieder als Ersten der Gruppe. Turjani beim Spiel aus Gewinner der Partie Nummer 8. Also, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nachher gleich wieder. Bis dahin, euer Bloody LP.